One, two. Du möchtest Posaune lernen? Dann bist du bei mir ganz genau richtig. Ich bin Raphael Strasser und ich bin Posaunenlehrer in deiner Nähe. Die Posaune besteht aus drei verschiedenen Teilen. Aus dem Schallbecher, dem Zug und dem Mundstück. Der Ton entsteht bei der Posaune so. Man legt die Lippen aufeinander und bläst einfach ganz warme Luft durch, bis das ein cooles Summgeräusch entsteht. Damit wir jetzt unser Summgeräusch in die Posaune einbringen, braucht man das Mundstück. Das übertragt nämlich die Lippenschwingung auf die Posaune. Aber schaut mal, auch mit dem Mundstück allein kann man schon eine coole Melodie spielen. Wenn man das Mundstück jetzt auf die Posaune setzt, dann entsteht ein cooler, runder Posaunenklang, so wie man eigentlich kennen. Um die Tonhöhe auf der Posaune zu verändern, brauchen wir unseren Zug. Wenn man den weiter auszieht, wird nämlich der Ton tiefer. Das Lässige an dem Instrument ist, dass man alle verschiedenen Musikrichtungen damit spielen kann. Zum Beispiel eine Melodie aus einem bekannten Hollywood-Film. Vielleicht ein Stück aus einer berühmten Oper. Oder einfach nur eine schöne Volksmusik. Du siehst, Posaunenspielen macht einfach einen Riesenspaß. Du kannst später mal bei einer Blasmusik mitspielen oder in einem Orchester oder du gründest deine eigene Band. Also du hast alle Möglichkeiten. Wenn du jetzt Lust gekriegt hast, dass du auch Posaunen lernst, dann melde dich einfach mal bei mir, mach mal einen coolen Schnuppertermin aus. Ich freue mich auf dich. Lern Posaune.